Zum Abschluss dieser Bundesratssitzung habe ich mir noch mal einen Gast aus dem Saal geholt. Das ist Rainer Haseloff, der Ministerpräsident aus Sachsen-Anhalt. Herr Haseloff, nett, dass Sie doch noch zu uns gekommen sind. Das Thema, das Gesprächsthema heute und in den letzten Tagen und Wochen war ja immer wieder die Koalitionsverhandlungen. Sie haben sich ja auch zu Wort gemeldet, aber ein großer wichtiger Punkt, vor allen Dingen für die SPD, ist ja der Mindestlohn, die 8,50 Euro und das flächendeckend. Und da haben Sie gesagt, das ist für uns im Osten schwer zu verkraften. Können Sie uns das noch mal verdeutlichen, warum das gerade für die ostdeutschen Länder so ein schwieriger Brocken ist? Der Mindestlohn selber als Thema ist sicherlich unbestritten. Das wird eine Lösung geben, die dann auch im Koalitionsvertrag niedergelegt wird. Wir wissen aber, dass nicht nur im Osten, sondern dass es Regionen gibt, die natürlich eine Einlaufkurve brauchen und bei sofortiger Einführung vor großen Schwierigkeiten stehen in bestimmten Branchen. Das muss man ganz klar sagen. Es gibt ja auch Tarifverträge, die unterhalb der 8,50 Euro Mindestlöhne vereinbart haben. Da muss man auch darüber reden, sollen die nun jetzt gekappt werden oder können die im Prinzip auslaufen? Das sind Diskussionen, die wir jetzt führen müssen. Das heißt, es geht erstens um den Stichtag. Wann führen wir ihn ein? Mit welchen Zwischenstufen geben wir den Tarifpartnern noch eine Möglichkeit, noch nachzusteuern? Und vor allen Dingen, mir liegt es daran, weil es immer wieder diskutiert wird, dass eine Trennung nach Ost und West noch erfolgen könnte. Da bin ich vehement dagegen. Es darf bei einer Mindestlohnregelung keine Ost-West-Trennung mehr geben. Wenn, dann kann man regionalisiert und branchenbezogen arbeiten. Aber dass die alte DDR-Grenze sich in einem Mindestlohngefüge mit einbucht, da bin ich strikt dagegen. Wir sind fast 25 Jahre im wiedervereinigten Deutschland und da muss es andere Lösungen geben. Sie sind ja nun in Sachsen-Anhalt in einer großen Koalition. Die SPD ist Ihr Koalitionspartner. Wie sieht denn die SPD in Sachsen-Anhalt das? Sind Sie da auf einer Linie und haben die auch schon Kontakte zur Bundes-SPD aufgenommen und das auch noch mal von Ihrer Seite verdeutlicht? Mit der SPD im Lande sind wir ja zu diesem Thema auch im Rahmen unserer Landeskoalitionsverträge bzw. Vertragsvereinbarungen auf einem guten Weg gewesen. Auf der anderen Seite gibt es da auch einen Landtagsbeschluss, der in Richtung Mindestlohn einen Vorstoß schon im letzten Jahr vorsah. Das Problem besteht nur darin, dass wir natürlich mit einem Land innerhalb des Kontextes der 16 Bundesländer und der Bundesregierung dann in Zukunft eine Lösung brauchen, die möglichst diesen Mindestlohn definieren lässt, aber eben Schäden am Arbeitsmarkt vermeidet. Und da geht es wirklich darum, dass wir jetzt gemeinsam auch Lösungsvorschläge machen, in welchen zeitlichen Abläufen das passiert. Ich glaube, das ist durchaus machbar, denn das Stichwort Mindestlohn ist ja kein Tabuthema. Selbst in den Beschlusslagen der Bundes-CDU ist eine klare Strategie dafür beschlossen. Sie sagen, Sie sind guter Dinge. Haben Sie denn Signale jetzt aus den Koalitionsverhandlungen, dass die SPD sich bewegt? Denn es wird ja so nach außen von Seiten der SPD immer getan, mit Hinblick natürlich auch auf die Abstimmung ihrer Mitglieder, dass man da hart bleiben will, weil das ja ein ganz wichtiger, quasi ein Dogma ist, diese 8,50 Euro. Wir wissen, dass bei der Sondierung vereinbart war, bestimmte Dinge zu respektieren. Das ist für die CDU die nicht mögliche Steuererhöhung. Wir sagen ganz klar, Steuern werden nicht erhöht. Und wir wissen, dass es für die SPD der Mindestlohn ist. Also muss es da eine Lösung geben. Und das ist auch zugesagt. Und jetzt geht es nur darum, wann wird mit welchen Zwischenschritten innerhalb der nächsten Legislaturperiode, und die umfasst ja 4 Jahre, dieser Prozess durchgeführt. Und das, wie gesagt, muss mit Augenmaß passieren. Und ich glaube, da finden wir eine Lösung. Jetzt haben wir seit gestern noch ein neues Thema, was ziemlich hochgekommen ist, nämlich der Doppelpass, die doppelte Staatsbürgerschaft. Eine Forderung, die die SPD, die Bundes-SPD im Bundestag immer wieder in den letzten Wochen und Monaten erhoben hat und die jetzt in den Koalitionsverhandlungen auch ganz oben ansteht, wie man hört, und auch so ein Knackpunkt sein soll. Und da sagte ja die Union, und sie hat es auch in ihrem Wahlprogramm drin gehabt, dass man die doppelte Staatsbürgerschaft nicht will. Wie sehen Sie das? Was hören Sie aus den Koalitionsverhandlungen? Ob sich da auch irgendwas bewegten, ob man diesen Knackpunkt eventuell dann vielleicht nächste Woche bei den großen Runden abräumen kann? Dieser Punkt wird sicherlich auch abgeräumt werden, denn an diesem Thema wird eine Koalition nicht scheitern. Es geht auch hier um die technische Ausgestaltung, ja, dass wir nicht uneingeschränkt eine doppelte Staatsbürgerschaft haben wollen. Das ist bekannt und das ist auch gar nicht so einfach oder wäre auch gar nicht so einfach umsetzbar. Deswegen brauchen wir ganz praktikable Schritte, die auf der einen Seite den Integrationsgedanken im Blick hat, auch sozusagen im zeitlichen Ablauf Entscheidungsmöglichkeiten für die Betroffenen eröffnet. Und wenn wir das dann gesetzlich fassen, dann wird das kein Stolperstein in der neuen Koalition sein.
sagt Rainer Haselhoff, der Ministerpräsident aus Sachsen-Anhalt. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie noch mal bei uns waren.